Das Wiener Schnitzel ist wohl das bekannteste Kalbfleischgericht, das wir kennen. Welches Fleisch wollen die Kunden dafür haben? Wir lernen, dass es zwei Sorten gibt, die sich in der Farbe unterscheiden. Das ist zum Beispiel eine typische Kalbskluft hier, schönes helles Kalbfleisch. Und da sind nach wie vor unsere Kunden begeistert von? Von hellem Fleisch. Von dem hellen Kalbfleisch, genau. Das sind sie bei uns gewohnt und das zeigt ihnen eben, so sieht ein echtes Kalb aus, das kennen sie so. Und das ist natürlich auch, hat einen tollen Geschmack. Ne? Helles, weißes Kalbfleisch gilt als Delikatesse, ist aber umstritten, weil es auf einer Fütterung beruht, die zwar gesetzlich erlaubt ist, aber unter vielen Experten als nicht artgerecht gilt. Anders verhält es sich mit dem dunkleren, dem sogenannten Roséfleisch. Ja, das ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen dazugekommen. Und bei uns eigentlich nicht so ein großes Thema. Wir haben auch versucht mit Roséfleisch schon mal. Und dann fragen die Leute tatsächlich, warum es so dunkel ist. Und dann erkläre ich denen das auch. Das hat mit dem Grasfressen was zu tun hat. Und dann ist es nicht mehr so attraktiv. Dann wünschen sie sich doch lieber das helle Kalbfleisch. Weil die Milch gekriegt haben. Weil die Milch gekriegt haben. Und ich glaube auch, weil sie es halt gewohnt sind. Glaubst du, ob sie den großen Unterschied im Geschmack kennen, glaube ich eher nicht. Die Fütterung macht den Unterschied, sagt uns Hübenbecker. Weißfleischkälber bekommen lebenslang Milch, von der Geburt bis zur Schlachtung. Roséfleischkälber hingegen erhalten mehr Grünfutter. Das enthält viel Eisen, der Grund für die rote Färbung. Also der Preisunterschied zwischen der Roséware oder diesem hellen Kalbfleisch liegt schon bei einem Drittel circa im Einkauf. Und wenn ich das hier über den Tresen gebe, würde ich hier 35 € das Kilo nehmen. Und hier wäre ich wahrscheinlich im Bereich bei 25, schätze ich.